Jan van Eyck wurde etwa im Jahr 1390 im flämischen Maaseik, einer kleinen Stadt in der Nähe von Maastricht, geboren. Über seine Kindheit und Jugend ist, für die Zeit nicht untypisch, fast nichts bekannt. Es gibt keine frühen Werke oder Belege, bei wem der junge Jan in die Lehre ging. Auch gibt es keine verbrieften Porträts. Ein Bild van Eycks, das einen Mann im roten Turban zeigt, wird jedoch allgemein als Selbstporträt angesehen. Diese Figur taucht in vielen seiner Gemälde immer wieder auf, was durchaus als eine Art Signatur gelten kann. Die erste urkundliche Erwähnung van Eycks war 1422, als er in den Dienst Herzog Johanns von Bayern trat und dort als Hofmaler arbeitete. Später wechselte er an den Hof Philipps des Guten, wo er bis zu seinem Tod 1441 tätig war. Jan van Eyck gilt als einer der Begründer der naturorientierten und detailreichen Malweise, die später in der Renaissance überregional populär wurde. Giorgio Vasari bezeichnete van Eyck als den Erfinder der Ölmalerei. Dies ist aber so sicher nicht korrekt. Das Malen mit ölgebundenen Farben, zusätzlich zu den verbreiteten Malweisen mit Ei- und Leimtempera, war schon vor van Eyck bekannt. Jan van Eyck schien aber der Technik durch die Verwendung neuer Ölsorten einen neuen Schwung und neue Dynamik verliehen zu haben, sodass diese bei den Malern immer populärer und schließlich zum Standard wurde. Zu den bekanntesten Werken Jan van Eycks zählen der Genter Altar, der Mann mit dem roten Turban, die Madonna des Kanzlers Roland, die Arnolfini-Hochzeit. Das Gemälde aus dem Jahr 1434 ist im Hochformat mit den Maßen 81,8 x 59,7 cm gehalten und mit Ölfarben auf eine Holztafel gemalt. Ein Mann und seine Frau stehen prächtig gekleidet in einem Schlafzimmer. Der auf der linken Bildseite stehende Mann trägt einen großen schwarzen Hut und hat einen dunklen, pelzbesetzten Mantel übergeworfen. Seine unbeschuhten Füße stecken anscheinend in einer dunklen Strumpfhose. Sein Blick geht gerade nach rechts aus dem Bild heraus. Er hat seine rechte Hand zum Segen erhoben, während er die linke der Frau an seiner linken Seite reicht. Diese blickt ihn direkt an und hält ihre linke Hand über ihren Bauch. Sie trägt ein grünes, mit Rüschen besetztes Kleid, mit blauem, bestickten Unterkleid und eine weiße Haube. Zentral vor dem Paar steht ein kleiner Hund. Links von diesem liegen zwei hölzerne Straßenschuhe. Hinter dem Paar ist ein Gebetsstuhl zu erkennen, über dem ein runder Spiegel mit Bildern der Passion Christi im Rahmen hängt. Über diesem steht eine Inschrift. Links daneben hängt ein Rosenkranz. Von der Decke hängt ein aufwendiger Kerzenleuchter aus Metall, in dem eine einzelne Kerze brennt. Hinter der Frau steht das Bett, das rote, zurückgeschlagene Vorhänge hat und vor dem ein Teppich auf dem Holzboden liegt. Gegenüber an der Wand steht eine Truhe, auf der einige Orangen liegen. Das Fenster am Wandende ist geöffnet und lässt das Tageslicht herein. Der obere Fensterabschnitt ist mit runden Putzenscheiben gestaltet. In der ersten Ebene der Komposition, der Bildfläche, ist das Bild durch die senkrechte Mittelachse in zwei klare Hälften geteilt. Eine waagrechte Mittelachse ist als Kompositionselement nicht auszumachen, ebenso wie die Bilddiagonalen. Auf Höhe der Schultern verläuft aber die waagrechte obere Linie des goldenen Schnitts, während die Figuren selbst an den senkrechten goldenen Schnittlinien verlaufen. In der zweiten Ebene, den Grundformen, kann über den Arm des Mannes und die Hände sowie dem linken Auge der Frau ein Dreieck festgestellt werden. Die beiden Figuren selbst bilden in der Komposition Rechtecke, die von ebenso großen Rechtecken, Fenster und Bett symmetrisch flankiert werden und dann zu einem einzelnen Rechteck beim Hündchen münden. Der Spiegel an der Wand ergibt eine runde Grundform, die auf der Mittelachse liegt. Freie Linien der dritten Ebene sind in der Arnolfini-Hochzeit nicht relevant erkennbar. Van Eyck verwendete für die Arnolfini-Hochzeit eine breite Palette mit meist reinen Farben.
Alle Farben sind naturnahe Lokalfarben mit den Lichtverhältnissen entsprechenden Abtönungen. Auffällig sind hier das Grün des Kleides und das Rot von Bett und Gebetsstuhl, die auch zusammen einen Komplementärkontrast ergeben. Im Mann sehen wir einen Hell-Dunkel-Kontrast, der sich aus seiner hellen Haut und dem dunklen Gewand ergibt. Das Blau des Unterkleides und die Rottöne der Einrichtung sind dagegen ein Warm-Kalt-Kontrast. Die Formen sind naturnah und nicht interpretiert. Die Körperproportionen sind stimmig und auch die Größen- und Längenverhältnisse im Raum sind in sich schlüssig. Das Bild ist in lasierender Malweise gemalt, also mit vielen durchscheinenden Farbschichten übereinander. Somit konnte Van Eyck die Übergänge und Abtönungen genau kontrollieren und seine Pinselspuren unsichtbar machen. Vom Duktus ist nämlich nichts zu erkennen. Das Gemälde ist gleichmäßig ausgeleuchtet und lässt eine gerichtete Lichtquelle erkennen. Anhand der Schatten im Gesicht des Mannes und auf dem Bett ist nachzuvollziehen, dass sich diese links oben befindet. Van Eyck erzeugt die Raumwirkung durch verschiedene Mittel. Überschneidung, etwa durch den Mann und die Truhe, die Frau und das Bett. Position im Bild. Der kleine Hund befindet sich auf dem Bildgrund weiter unten und ist somit näher am Betrachter. Auch Anfänge der Fluchtpunktperspektive sind zu finden, wobei man hier aber nicht nur einen, sondern zumindest drei Fluchtpunkte findet, auf die die Gegenstände im Bild ausgerichtet sind. Auch wenn es nicht zu einer systematischen Bildanalyse gehört, so meine ich doch, dass eine kurze Deutung des Gemäldes diesmal sinnvoll ist. Die Arnolfini-Hochzeit ist nämlich nicht nur ein Doppelporträt eines Brückener Kaufmanns und seiner jungen Frau, sie ist ein Dokument. Im Bild sind viele Symbole verarbeitet, die eine klare Aussage über das frisch verheiratete Paar treffen. Der Hund als Symbol für Treue. Es ist nicht mal gesagt, dass es im Arnolfini-Haushalt wirklich ein solches Schoßhündchen gab, aber er ist im Bild ein Bedeutungsträger. Die abgelegten Schuhe als Symbol für den heiligen Boden, auf dem die Ehe geschlossen wurde. Noch heute ist es in vielen Religionen üblich, vor dem Betreten heiliger Orte die Schuhe abzulegen, etwa in Moscheen des Islam. Spiegel, Fenster, Orangen und Kleidung als Zeichen des Wohlstands und Reichtums. Die Kerze im Lüster als Symbol für den einen alles sehenden Gott, quasi der bildliche Ersatz für den bis dahin gebräuchlichen Goldgrund. Eines der wichtigsten Details jedoch ist die Inschrift über dem Spiegel. Johannes van Eyck fuit hic. Johann van Eyck ist dabei gewesen. Und tatsächlich. Im Spiegel sind neben den Brautleuten von hinten noch zwei Figuren erkennbar. Eine in Blau und eine mit rotem Turban. Die blaue Person wird meist als Hubert van Eyck, Jan van Eycks Bruder, identifiziert. Und der Mann mit dem roten Turban? Tja. Jan van Eyck hat also das Bild nicht nur als Porträt gemalt, er hat die Hochzeit selbst damit auch bezeugt. Damit wird das Bild zum Beleg und zum Dokument einer heiligen Sache. Das neue Selbstbewusstsein der Künstler bahnt sich nun ihren Weg.